Ja, Nino, herzlichen Glückwunsch. Tore in einem Spiel, dann Einwechslung, dein Fazit zum Spiel? Ja, wir haben gekämpft, wir mussten heute gewinnen. Nicht spielerisch, aber wir wollten kämpferisch überzeugen. Ich denke, dass uns das gelungen ist auf jeden Fall. Und die 3 Punkte sind ganz wichtig natürlich für Mannschaft, auch für mich und auch für den Trainer. Ich denke, das gibt uns ein bisschen Ruhe jetzt. Genau, Ruhe. Letzte Woche war es ja ums Stadion gewesen, als ihr mitbekommen habt, los war. Die Mannschaft war nicht wiederzuerkennen. Welchen Einfluss hat der neue Trainer schon auf das Spiel? Ja, also man merkt schon nach einer Woche, dass er weiß, was er will. Er steht voll vor der Mannschaft, also stärkt uns den Rücken und ist auch taktisch macht er viel mit uns. Ich glaube, dass wir weit nach vorne kommen. So. Du warst jetzt eine Woche nicht da gewesen. Wie weit sieht dein Fitnesszustand aus? Ja, für eine Halbzeit hat es heute gereicht zum Glück ganz gut. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen besser wird. Also da ist noch ein bisschen was nachts aufzuholen. Alles klar, danke fürs Gespräch und alles Gute. Danke. Ja, Stefan Lornscheid, 13:0 heute beim alten Verein verloren. Dein Fazit zum Spiel? Ja, natürlich 3:0 ist eine bittere Niederlage für uns. Haben uns natürlich durch die rote Karte sehr geschwächt. Ich muss aber allerdings sagen, heute war Not gegen Elend auf dem Platz und Viktoria hat dann doch letztendlich 3 Tore geschossen, verdient gewonnen. Und bei uns war definitiv zu wenig und es wird uns in Zukunft natürlich so in der Form nicht viel bringen und wir müssen einfach mehr dafür tun, um ein Spiel gewinnen zu können. Ich hatte schon den Martin Roland auf der Pressekonferenz gefragt, Viktoria Köln letzte Woche 0:5 verloren, total verunsichert. Hätte man da nicht ganz anders beginnen können oder müssen? Wir haben uns natürlich anders vorgenommen, so wie wir aufgetreten sind. Das war nicht das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Wir haben gedacht, okay, wir wissen, die Mannschaft ist verunsichert, die fangen hier bei 0 an. Wenn wir eins machen, dann werden die vielleicht auseinanderbrechen. Davon sind wir ausgegangen. Wir wussten aber auch, dass wenn sie ein Tor schießen, schweißt das zusammen und dann wird es schwer für uns, hier was zu holen. Wurdest du unterhalb der Woche persönlich vom Trainer gespannt gefragt, weil du auch bis vor kurzem hier noch gespielt hast? Die Woche war ich nicht beim Training, beruflich natürlich. Natürlich bin ich vor dem Spiel gefragt worden, die Personen, die einzelnen Spieler. Ich habe das dazu gesagt, was ich halt sagen konnte oder das, was ich wusste, wie die Spieler halt sind. Aber im Endeffekt hat der Trainer die Mannschaft gegen Weg gesehen, hat sie auch von den Spielern, die da waren, eigentlich passt in mein Bild auch, wie ich über die Spieler da gedacht habe. Und der Trainer hat eigentlich die Mannschaft gut eingestellt auf das Spiel. Saisonziel VfL Alpha nur gegen den Klassenerhalt? Oder? Ganz klar wird ist Klassenerhalt. Okay, danke fürs Gespräch, alles Gute. Danke, wünsche euch auch. Danke. Abdel, 3:0 verloren bei Viktoria Köln, dein Fazit zum Spiel? Ja, mehr oder weniger gewonnen, verdient gewonnen. Viktoria haben mehr investiert als wir und ich denke mal, letztendlich geht's verdient, also haben wir 3:0 verdient gewonnen und beide Mannschaften waren nicht so stark, wie wir es erwartet hatten oder wie wir es erwartet hatten, aber letztendlich hat uns die Kraft letztendlich gefehlt und 3:0. Ein Tor zu hoch vielleicht, aber Sieg letztendlich verdient für Viktoria. Erste Halbzeit nur noch mit 10 Mann, Patrick Schröder vom Platz geflogen. Deine Meinung zur roten Karte? Ja, ein Gerangel, also ich würde es nicht rot überwerten. Und wenn, muss man auch die Gegenseite mal sehen, was er gemacht hat. Und gut, können ja auf den Schiedsrichter draufhauen, aber letztendlich nützt nichts. Wir haben 10 Mann weitergespielt und 3:0 verloren. Gut, abhaken. Zweite Halbzeit nach dem 1:0 optisch überlegen, Alf, da kann das sein? Ja, also wir hatten mehr Spielanteile, aber letztendlich haben wir das nicht in Toren umgemünzt und ja, dann rächt sich das. Ne? Gut. 3 Spiele, Verbandssieger, 1 Sieg bisher. Dein Fazit bisher? Ja, sind 3 Spieler, sollten nicht die Flinte ins Korn werfen. Man hat genug Zeit und die Mannschaft wird sich noch finden und ich denke mal, Alter wird noch kommen. Alles klar, danke schön fürs Interview.